Freunde, es geht weiter hier mit DuPont Campus. Ja, es wird langsam besser. Heilungsrate seht ihr ja selbst. Sieht ganz gut aus. Es ist immer noch ein Wunsch nach dem Crazy Taxi Automat. Da ja, wir müssen mal gucken, ob wir den auch wirklich bedienen. Weil ich jetzt erstmal wieder genug Geld habe, um den Gipsgießer hier abzugraden. Und abzugraden. Ja, war schon richtig. Das wäre jetzt nämlich eher mein Wunsch, was ich jetzt machen wollen würde. Wir gucken uns auch mal an unseren Weiterbildungen. Das ist nämlich das, was jetzt als nächstes kommt. Die beiden sind ja jetzt schon in Weiterbildung. Das lassen wir jetzt auch erstmal so. Aber ich habe noch eine andere Idee. Nämlich, dass wir uns jetzt mal Nachhilfe-Freund hier basteln werden. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen aussortieren. Der sieht ja schon ganz cool aus, bewegt sich aber langsamer als der Durchschnitt. Das möchte ich nicht. Was ist mit dir? Kriegst du da nicht Hunger? Nee, möchte ich auch nicht. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt? Finde ich schon ganz gut. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt? Hervorragende Körperhygiene. Dann nehmen wir erstmal dich hier. Zack, einmal kurz Pause. Du machst nur Nachhilfe. Und dich werden wir auch noch weiterbilden in Medizin. Zack. Erstmal das. Und während der sich weiterbildet, werden wir ein Nachhilfezimmer dann bauen. Nachhilfezimmer hier. Zack. Das würde ich gerne hier hinten hinbauen. So. Das finde ich ganz gut. Einmal da den Tisch hingesetzt. Dann brauchen wir die Tafel. Können wir gleich zweimal kann man nicht. Aber wir setzen sie hier in die Ecke rein. Die können wir mal dann so hinsetzen. Zack. Dann einmal hier einen Stapel hin. Das passt nicht. Setzen wir nur einmal hier hin. Objekt blockiert, geht auch nicht. Machen wir einen Teppich. Teppich. Einmal einen Mülleimer hier hin. Ein Desinfektionsspender. Haben wir etwas, was wir hier freischalten können? Wahrscheinlich nicht. Nö. Oh, was bist du denn? Ein mobiler Fernseher. Fancy. Wusste ich gar nicht, dass es gibt. So, dann einmal hier. Und einmal da. Und dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Zack. Und zack. Das haben wir. Wie sieht es mit schmalen Bücherregalen aus? Passen die noch hierhin? Da nicht, aber hier. Und dann wahrscheinlich passt es aber... Oh, da passt eine Tafel. Sehr cool. Und dann werden wir uns hier aber noch ein paar Flinzel hinstellen, oder? Da. Und da. So. Sehr schön, haben wir das Nachhilfezimmer auch mit reingebracht. Super. Kopfmopser kann geupgradet werden. Das machen wir auch. Zack. Haben wir hier auch noch einen zweiten, dritte Stufe Kopfmopser. So rum. Bilanz sieht gut aus. Notfall Gesichtsfraktur. Oh, guck mal, alle geheilt. Sehr schön. Und schon einen Crazy Taxi Automaten. Ja, den werden wir jetzt bauen. Damit es mir endlich mal hier Ruhe geben. Objekt ist zu teuer. Oh, schade, kann ich nicht machen. Bilanz nehmen wir an. Sehr schön. Aber dann haben wir das wenigstens hier gebaut. Das freut mich. Jetzt kommt auch unser Nachhilfe-Dozent hier rein. Und Warteschlange ist bis jetzt noch nicht da. Aber ich denke, die wird kommen, die Warteschlange. Und das werden wir dann auch nutzen. Also ich hoffe, dass sie jetzt kommt. Wir haben schließlich nicht umsonst hier ein Nachhilfezimmer gebaut. Gut, das sieht alles ganz vorzüglich aus. Wir werden den Crazy Taxi Automaten jetzt endlich setzen. Den setzen wir hier hin. Sehr schön. Wir haben ja für das nächste Jahr 60 Schlafplätze. Reicht uns das denn? Ja, reicht. Ganz genau. Sehr schön. Das haben wir. So muss das sein. Jetzt hier der erste... Der erste Student kommt für das Nachhilfezimmer.
Top. Können wir dich dann eigentlich auch weiterbilden? Nochmal in Nachhilfe. Dann nochmal Lehrkompetenz. Super. Und ich hoffe, das hilft dir dann hier auch bei der Nachhilfe. Das wäre total knorke. So. Sieht ja alles ganz super aus. Also ich bin begeistert. Hier, das haben wir auf Stufe 3. Der ist noch auf Stufe 2. Das müssen wir also auch noch machen. Und 20.000 Dollar Projekt haben wir fertig. Weiter geht's. Dann einmal hier die Weiterbildungskapsel upgraden. Was haben wir denn noch? Was muss noch geupgradet werden? Also das und das und das, die sind schon in Auftrag gegeben. Hier haben wir schon, das muss noch gemacht werden. Und der ist schon. Okay. Hammer. Das sieht doch gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und auch Heilungsrate hier, so können wir das lassen. Wir müssen dann eigentlich nur noch die Studenten auf dem Campus kriegen. Und dann haben wir auch schon den zweiten Stern hier. Guckt euch das an. 43.000. Hammer. Also ist schon beeindruckend. So muss das sein. Ich bin zufrieden. Kann man machen. Wir können vor allen Dingen auch hier draußen noch ein bisschen was verschönern. Das würde ich gerne machen. Dafür brauchen wir aber einmal das hier. Zack. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch bauen. So, das war jetzt passend. Das war passend. Ja, das sieht gut aus. Und was können wir da uns hinbauen? Beziehungsweise brauchen wir noch einen Assistenten, sehe ich jetzt gerade. Das wird sonst nichts. Passt leider nicht, was ich mir so denke. Zeit für Bickleburst Bewertungen. Und dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, dass dies... Reicht das so? Nee, es muss ein Stückchen nach hinten. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir... Hoglocks beschert. Und der muss hier weg, der muss dann hier auf die Ecke gesetzt werden. Also, bringen wir es hinter uns. So, haben wir schon mal den Bereich abgegrenzt. Was ist hier? Tagt auf der Tür, Pflegewesen, genau, Gesundheitspersonal kann auch. Ich bin ja der Meinung, wir könnten uns hier hinten jetzt den Bereich auch schon claimen. Für 20.000, ach komm. Das ist ja nix. Nehmen wir mit. Und dann... Ah, hier ist nichts bei, was mir gefällt. Und dann wollten wir uns ja noch eine Klinik holen. Für unser Personal. Nicht für unser Personal, sondern für unsere Leute. Oh, das Studienjahr ist schon um. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Jahr 4. 15 haben den Abschluss gemacht. 39 bleiben im Studium. Und wir haben 90% Prüfungsnotendurchschnitt. Hammer. Akademische Vortrefflichkeit. Forschungsbeitrag. Dozent des Jahres. Auszeichnung Campus des Jahres. Wunderbar. So muss das sein. Bilanz grandios. Super. Wir können eigentlich rein theoretisch ganz normal ins neue Studienjahr starten. 59 Studierende haben wir jetzt in diesem Jahr. Das lassen wir auch so, würde ich mal sagen, oder? Wir haben zwar noch ein bisschen Geld. Wir könnten gucken. Eine Klinik bräuchte ich ja. Aber es kommt nicht das Personal, was wir brauchen dafür. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen am Grübeln. Wir bauen trotzdem schon mal eine Klinik. Und vielleicht passt das ja dann. Klinik hier. So. Und dann ein paar Schränke. Können wir hier noch was freischalten? Das habe ich jedenfalls vor. Dann etwas für die Heilungsrate. Selbst war doch hier aber mit drin gewesen, diese... Da, Medizinschränke, da war der da gewesen. Den habe ich gesucht. So. Ein
Desinfektionsspender brauchen wir auf alle Fälle. Und eigentlich sogar noch einen Mülleimer. Dann setzen wir hier noch einen rein. Bilder. Das geht nicht. Ne, schade. Aber wir können hier noch ein paar Bilder ran machen. So. Und Fenster. Zack. Sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir noch einen Assistenten kriegen. Aber wir gucken mal, wir nehmen den. Aber bewegt sich langsamer als der Durchschnitt. Was ist mit dir? Bewegt sich auch langsamer als der Durchschnitt. Aber wir nehmen aber dich. Dich. Entschuldigung. Dich bilden wir weiter. Erstmal nehmen wir hier alles so raus. Dich bilden wir weiter in Erste Hilfe und dann kann er da nämlich arbeiten. Das ist mein Plan. Gucken, ob wir noch einen kriegen. Perverserweise der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass diese Mode auch ihren Weg Aber wir haben schon mal ein bisschen was gemacht. Bericht zum Tag der offenen Tür. 3 Bewerber im Pflegewesen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Folgejahr starten. Zack. Und jetzt haben wir schon 59 Studenten in diesem Jahr. Sehr gut. Hier hinten haben wir ein neues Gebiet. Das werden wir erstmal ein bisschen hübscher gestalten. So. Und dann probieren wir es mal. Hier geht's da lang. Nee, das war das Falsche. Ich würde jetzt erstmal gerne hier versuchen, ein bisschen zu verschönern. Genau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Also eigentlich müssen wir ab hier machen. Dann probieren wir es mal so lang. So. Das sieht doch ganz gut aus. So machen wir das. Weil hier gefällt mir das nicht. So. Dann machen wir das so. Das sieht doch ganz gut aus. So machen wir das. So gefällt mir das. Dann. Was haben wir jetzt hier? Wunsch nach Live-Musik. Lehnen wir es mal ab. Gesundheitsinspektion. Ja, komm vorbei. So, dann würde ich sagen, versuchen wir uns erstmal hier dran. Da habe ich schon eine Idee. Wir machen einen Weg hier rein. Das finde ich ganz gut. Jetzt habe ich eine Idee. Oh, das wird gut werden. Nee, es war falsch. Wir wollen ja von hier aus starten. So. Ja, das müssen wir nochmal korrigieren. Da werden wir erstmal den hier wegmachen. Und wir haben einen Notfall. Gesichtsfrakturstation, ja, kommt vorbei. Bilanz sieht ganz knorke aus. Muss ich gleich hier nochmal ran? Ich muss erstmal gucken. Ich habe das Gefühl, es geht hier gerade etwas bergab. Na, hier, das sieht alles ganz okay aus. Gipsgießer haben wir ja jetzt hier. Der ist auch in Ordnung. Wir haben jetzt mittlerweile das Geld, das wir... Wir hatten noch ein... Wir hatten doch ein. Ja, genau. Ich wollte es für den Forschungsbeitrag, den Forschungshub hier gerne entwickeln. Genau. Und dann hier unten machen wir das auch gleich. Bilanz. Hausmeister. Nicht Hausmeister.
Assistenz, jetzt haben wir es alles. Den wollten wir uns noch einstellen. Klinik, Bibliothek, Studierendenzentrum, alles nicht. Und dich noch weiterbilden in Seelsorge, damit wir dann später auch noch die Seelsorge mitnehmen können. So, jetzt. Jetzt brauche ich aber den Reiter, genau. Schon besser. Gut. Okay. Den müssen wir erstmal beiseite machen. Und dann müssen wir hier starten. Das passt nicht. Okay. Dann anders. Den weg. Na. Ah. Den können wir nicht drehen, wahrnehmen. Okay. Jetzt wird das alles ein bisschen schwieriger hier. Oh, das geht nicht. Ich muss aber bis dahin noch kommen. Wie kann ich das jetzt sinnvoll... Dann mache ich es anders. Ich habe eine Idee. Ich will, dass das hier oben nur ankratzt. Ungültige Position. Was ist denn daran jetzt ungültig? Da passt es. Okay. Dann halt so. Zack. Das geht. Ich hätte es aber gerne von da aus schon fast gehabt. Nee, das geht nicht. Kann nicht außerhalb des Grundstücks. Du bist doch gar nicht außerhalb des Grundstückes. Ist das hier... Das Grundstück kann man doch gar nicht kaufen. Oder... Doch? Nee. Das hier können wir kaufen. Wollte gerade sagen, aber das doch nicht. Hm. Dann machen wir es aber mal so, dass wir, wenn wir das kaufen können, müssen wir hier einmal durchgehen. Genau, das war dann einmal außen rum. Okay. Dann machen wir das so. Das war jetzt nicht der Plan gewesen, den ich hatte. Aber Pläne ändern sich ja auch manchmal. Ich brauche wieder ein Raster. Hm, geht nicht. Das heißt, immer das Verkaufen. Das Verkaufen. Und hier sieht das so angekratzt lassen. Oh, es ist wieder so schwierig mit dem Bauen. Ungültige Position. Hm. Da, so kann man das lassen. Das geht nicht. Wie mache ich jetzt die Ecke hier rein? Da bin ich jetzt am Überlegen. Am einfachsten wäre es ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. So, wir machen erstmal die Seite. Da sehen wir wenigstens, was wir wollen. Wie habe ich es denn hier gemacht? Gibt es hier so eine Aussparung? Nee. Aber hier? Ich habe es um die Ecke einfach nur gemacht. Das habe ich nur hier vorne gemacht. Okay, dann machen wir es so. Dann machen wir es so auch. So, das einmal
weg. Zack. Und dann machen wir das so. Wenn ich das da hinten auch so gemacht habe, dann machen wir es auch so. Zack. Sieht gut aus. So. Dann haben wir schon mal was abgesteckt. Dann kommt hier ein Gebäude hin und hier ein Gebäude. Finde ich ganz toll. Super. Und dann können wir Freund und Retter der Frequenz. Einfach so, jetzt muss ich bloß überlegen. Versucht, um den nächsten Song aus unserem Katalog zu bekommen. Leider erfolglos. Naja, genau, das suchen wir. Sie sollten und werden diesen Song nicht genießen. Doch genug davon. Hier nun ein Stück musikalischer Mumpitz. Das sieht alles ganz toll aus, was ich hier mache. Bin sehr gespannt, ob dieser Schönbaumodus, den wir jetzt hier so wunderbar fabrizieren, ob das auch funktioniert in Two Point Museum. Ob da, wie gesagt, der Außenbereich auch bebaubar ist. Da habe ich jetzt noch nichts Großartiges gelesen, ob es so Außenexponate gibt, nennen wir es jetzt mal. Bin ich sehr gespannt, ob wir das alles auch so machen können. Ob das war jetzt ein bisschen verkehrt, egal, sieht man alles nicht. So, einmal hier auch noch mit rein. Sehr schön. Haben wir doch gut hingekriegt. Einmal rundherum. Sehr schön. Freut mich. Bilanz sieht auch ganz fantastisch aus. Der Omni-Heiler kann noch ein Upgrade vertragen. Ja, das werden wir auch machen. Super. Bilanz jetzt gerade ein bisschen schlechter. Aber das ist okay. Nachhilfe wird, glaube ich, auch ganz gut hier angenommen. Jetzt gibt es schon sogar eine Warteschlange. Und kann man hier eine Statistik sehen? Kann man medizinische Probleme geheilt? 1, Anzahl auf dem Campus ist auch noch. Also ist ja nur eine medizinische Einrichtung hier auf dem Campus für unsere Leute. Aber wenigstens haben wir das jetzt auch. Gut. Wir brauchen noch weitere. Wir haben schon 62 Studenten fürs nächste Jahr angemeldet. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schlafsäle. Aber dafür haben wir jetzt nicht die finanziellen Mittel. Ich würde auch sagen, hier würde ich gerne schon mal anfangen mit dem Campusgebäude. Dass wir da schon mal starten. Wie weit können wir hier bauen? Ach, bis da, okay. Aber hier vorne nicht. So, gucken wir mal. Wollen wir das jetzt hier so reinbringen? Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und dann können wir hier noch eine Toilette mit reinbringen. Oh, das finde ich ganz gut. So lassen wir das. Das finde ich ganz hübsch. So, und dann können wir dann einfach hier den Weg reingehen lassen. Der Weg ging ja eigentlich so rein. So. So sieht es ganz hübsch aus. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich auch. Hatte ich nicht gesagt, dass alle gleich aussehen sollen? So. Dann kann man nämlich hier, wie gesagt, Toilette und ein bisschen was für die Studenten mit reinbringen. Also so die ganzen Schlafsäle vielleicht noch. Und mal gucken. Das ist, glaube ich, ganz gut die Idee, wenn wir das so machen. Wir kopieren das Zimmer schon mal und setzen mal ein hier mit. Oh, wartet mal, wir haben doch eins mit der Ecke gehabt hier. Hier. Der würde doch super hier reinpassen. Zack, haben wir schon mal einen weiteren Schlafsaal. Das heißt, wir haben jetzt schon mal für 70, muss ich mir aufschreiben, 70 Leute Schlafplätze. Wie gesagt, dann können wir hier unten noch Toiletten und so mit reinbringen. Das finde ich schon immer eine ganz gute Idee. Das sieht ganz gut aus. Dann machen wir da Toilette. Badezimmer da. Tür reicht nicht. Wir müssen nochmal eins bauen. Jetzt rechts. 1, 2, 3.
Und hier hinten machen wir mal eine Fensterfront rein. Und dann gibt es da Waschbecken. Das geht nicht mit dem Fenster. Das ist ja fancy. Dann reicht halt ein Waschbecken. Wir können natürlich auch hier noch eins reinmachen. Ja, so machen wir das. Das gefällt mir. Hier vorne könnten wir sogar noch Mülleimer mit reinbringen. Schaut mal. Und dann machen wir hier ein paar Bilder noch an. So. Haben wir auch eine Toilette hier drin. Perfekto. Bilanz sieht ganz gut aus. Stufe 15 sind wir jetzt schon. Sehr schön. Ein Duschraum würde auch noch hier reinpassen. Aber auch noch ein kleiner. So, zwei reichen. Wollen es mal nicht übertreiben. Zack. Und dann gibt es hier vorne auch wieder einmal und zweimal. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Das sieht gut aus. Gesichtsfraktur, kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Perfekt. Und wenn wir dann das nötige Kleingeld haben, gibt es dann auf jeden Fall auch einen weiteren... Oh, wir haben sogar schon das nötige Kleingeld. Einen weiteren Pausenraum hier. Zack. Fehler beheben. Was ist der Fehler? Ah, das Fenster ist der Fehler. Dann machen wir das so. Dann haben wir hier noch ein weiteres Personalzimmer. Super. Sieht doch ganz gut aus, die Ecke hier. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben stetige Einnahmen. So muss das sein. Ein neues Forschungsprojekt müssen wir auf jeden Fall starten. Wie viele Ärzte? Das nehmen wir. Und wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Studenten. Wir könnten noch bis auf 70 hochgehen. Können wir uns mal überlegen, ob wir hier noch ein bisschen Geld reinbuttern. Machen wir so. Bestätigen. Zack, dann haben wir auf jeden Fall 68 im neuen Studienjahr. Super. Freut mich. Ich hoffe, ihr schaltet da beim nächsten Mal wieder ein. Ihr seht, wir haben viel wieder geschafft. Wir werden hier dann auch mal ein Studierendenzentrum bauen. Ich denke, dass dann unsere Studenten sich das auf jeden Fall verdient haben, da noch ein bisschen Party zu machen. Tag der offenen Tür, Medizin nehmen wir auch noch mit. Also ich denke, was das angeht, können wir da ruhig mal ein bisschen vielleicht was reinbuttern und dann haben sie auf jeden Fall auch noch Spaß und Spannung und Spielen und arbeiten. Entschuldigung, dann vielleicht auch mal besser. Also noch besser als jetzt schon. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen, wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.